Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map vom Community Content. Heute haben wir wieder eine Invasion. Und zwar die Eisenfeste. Die ist schon mal sehr interessant. Also ich weiß schon, warum sie Eisenfeste heißt. Ich sehe viel Eisenvorkommen und das ist im Gebirge. Ein durchaus passender Name. Und wir lesen erstmal wieder die Beschreibung. Die Ratte führte eine große Invasion gegen die Burg Eisenfeste durch. Wenn ich das so höre, dann denke ich immer, dass der Herrscher über diese Lande so Lord Eisenfister heißt oder sowas. Der Angriff konnte erfolgreich abgewehrt werden. Jedoch wurde das Dorf vor der Mine stark beschädigt und viele Bauern haben ihr Leben verloren. Ihr habt den Auftrag bekommen, die Burg wieder aufzubauen und weitere Angriffe der Ratte abzuwehren. Ein nahegelegenes Dorf hat angeboten, mit euch zu handeln, falls Getreide oder Hopfen benötigt wird. Zudem wurden einige Bauern zu Milizen gemacht. Sie trainieren vor der Burg. Alles klar. Wissen wir Bescheid, was müssen wir einfach nur überleben? Einfach nur überleben und die Burg vollenden, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Ist die Burg nicht schon vollendet? Eigentlich schon. Egal. Okay, gehen wir mal kurz auf 40. Nur Jagd. Interessant. Holen wir uns erstmal Holz, was das Zeug hält. Ja gut, Getreide oder Hopfen können wir handeln. Das haben wir auch aus der Beschreibung gelesen. Dachte ich es mir. Ansonsten wahrscheinlich gar nichts, oder? Eisen könnten wir... Ah, dass wir Eisen verkaufen könnten zumindest. Dass wir selbst das Wirtschaftsgut anbieten. Alles klar. Wir haben sogar einen negativen Angstfaktor. Zumindest ist was aufgebaut, aber wir haben auch Ausgleich dafür. Aber schön, bevor wir großartig loslegen, haben wir hier erstmal unsere tolle Burg Eisenfeste. Neben dieser tollen Burg Eisenfeste haben wir... Hier ist unser... Okay, interessant. Tatsache, hier ist das Vorratslager. Da ist quasi unser Dorf. Da sind die gesamten Eisenvorkommen. Da oben ist einer der Wegweiser für die Angriffe. Da ist ein Bär. Da unten ist noch ein weiterer Wegweiser. Noch ein Wegweiser. Noch ein... Oh, lala. Wie viele... Ist das wirklich meine? Wahrscheinlich nicht, oder? Und das sind die Milizen wahrscheinlich, die trainieren, diese Lanzenträger. Ja, Wild gibt's hier zum Glück. Das heißt, da können wir uns ein bisschen drum kümmern. Von da mal haben wir einfach mal, weil ansonsten passt hier eh nicht sehr viel rein. Den ein oder anderen Jäger hierher. Die Burg vollenden können wir auf jeden Fall auch noch. Haben wir irgendwo Stein? Ja, da unten. Könnten wir hier bauen? Wir benötigen Holz. Wir könnten, alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Vielleicht kommt auch Rum bei rum, wie ich immer so schön sage. Das wäre natürlich Best Case und so. Ich kann auch später Rüstung produzieren. Bögen darf ich keine herstellen. Ich darf keine Bögen kaufen und auch keine herstellen, ja? Ich könnte an sich Bogenschützen eigentlich ja, machen, bitte. Aber... Bereit, eure Befehle? Wie soll ich Bögen bekommen? Ich meine, an sich darf ich Bogenschützen ausbilden. Ihr könnt auf uns zählen. Interessantes... Umso wichtiger werden jetzt die Jäger, ne? Weil das sind unsere Patrouillenbogenschützen. Und ich glaube, diese Käseform zu behalten, könnte auch unglaublich nützlich sein, weil ansonsten haben wir keine mehr. Und ach komm schon, geh halt weg. Wohin gehen wir? Unerreichbar. Zur Stelle. Du Kackbär. Im Laufschritt. Haben wir irgendwo zufällig einen Pfeilmacher versteckt, der für uns arbeitet? Scheint mir nicht so. Scheinus Nichtibus. Wir benötigen mehr Holz. Wow. Und Marsch! Oh Gott, ich sehe schon wieder einen Brunnen. Das aktiviert bei mir schon wieder was. In der Großhirnrinde. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Wir könnten einen Ritter bauen. Ja, komm, steht zu Diensten. Sire. Holzfäller berichten, dass der kürzlichen Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. Das Holz gefällt mir nicht. Hm.
Baum gefällt. Ja, wir könnten hier aber mehr Schmieden hier reinzumachen, bringt auch nicht viel. Komm, da könnten wir hier noch weiter nicht. So, ein paar Jäger hier haben. In der Nähe von Kornspeicher ist nie eine schlechte Idee. Weil die gehen ja immer raus, ins Bild zu holen, aber dann verarbeiten sie es hier und gehen dann gleich rüber. Ich meine, gegen die Ratte mit Schwertkämpfern zu kommen, ist schon keine schlechte Idee. Ich frage mich immer noch, warum wir Bogenschützen ausbilden können, rein theoretisch, obwohl wir weder Bögen herstellen noch handeln dürfen. Brrr. Womit kann ich dienen? Achtung! Mann, da steppt der Bär. Wir benötigen Holz. Holzfäller brauchen immer noch, ne? Gut, es geht voran. Jetzt haben wir noch eine große Dürre. Ja, ich sollte ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten. Ich mach mal einen Holzfäller mehr. Es sind nicht genügend aber Arbeiter vorhanden, um das ansonsten Gebäude zu verwalten. Wird schwierig. Wir müssen hier bei unserer tollen Burg Eisenfeste vor allem schauen, dass wir sicher unser Eisen erhalten. Vielleicht sogar vor allem anderen. Nehmen wir uns erstmal diese Quelle. Und versuchen sie zu schützen, so gut es geht. Leider haben wir nicht viele Fernkämpfer für sowas. Wir könnten die Balliste besetzen. Wir können an sich Ballisten bauen, aber keine Türme. Doch, quadratischen Turm. Wir benötigen Steine. Zumindest könnten wir irgendwie Ballisten bauen, ja. Okay, könnte ein echter Spaß werden. Ich meine, eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt. Hab ich und das? Bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Wirst du das? Und los! Hallo Bär. Oh, oh, sehr gute Arbeit, Jäger. Und marsch! Ich bin stolz auf dir. Wir benötigen Holz. Garrr. So viele Bäume, wie abgestorben sind. Gestorben sind, ja. Do not disturb. Banditen treiben in der Nähe nicht der im Ernst. Unwesen, euer Lordschaft. Haben die alle einen Tarnmantel an oder sowas? Das sind bestimmt französische Banditen. Die waren schon weg, bevor sie da waren, quasi. Stimmt ja. Unser Vorratslager ist ja da unten. Das ist auch wieder schwierig. Wie wir uns alles verteidigen. Könnten wir auch Ställe aufwerten? Könnten wir, aber das wird teuer. Machen wir mal die Baumeistergilde. Euer Gnaden. Und zumindest irgendwie. Was soll konstruiert werden? Belagerungsgeräte. Holla, holla, holla. Skinks, Skinks, Skinks. Wohlgesonnen, euer Gnaden. Ich meine, mit Brauereien und Schenken könnten wir arbeiten. Wir haben gerade mal 22. Wir könnten sogar noch ein Haus mehr machen. Und hätten immer ihr noch einen vollen Bierausschank-Bonus. Ich schenke aber 30 ein, oder? Mehr bräuchte ich, glaube ich, auch gar nicht. Halten wir uns mal zurück. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir erweitern mal das Vorratslager. Und kaufen uns tatsächlich erst das Hopfen. Kaufen Eisen. Eisen müssen wir unsere Hauptwirtschaft drum aufbauen. Steuern sollte ich erstmal vergessen. Ich sollte schauen, dass ich mit den Lebensmitteln sehr sparsam bin. Weil Brot, Getreide, das wird nicht sehr effektiv sein auf diese Entfernung zwischen Kornspeicher und Vorratslager. Ich glaube, ich bleibe bei meinem paar Käsefarmen.
Ja, vollendet die Burg, ne? Ich müsste mal lang zumindest auch mal zumachen bei mir. Könnte sich als vorteilhaft... Wir benötigen mehr Holz. Andererseits, da ich sowieso fast nur Nahkämpfer habe, könnte es auch vorteilhaft sein, die Gegner zu mir zu lassen, so gut es geht. Um sie alle in eine Engstelle zu treiben und sie zermetzeln. Statt dass sie, weil sie, sobald die Burg zu ist, statt zu mir zu kommen, wollen die dann immer alles außenrum zerstören. Und das wäre gerade sehr unvorteilhaft. Dann sollte ich aber auch selbst bestimmen, wo es lang geht. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, eine hohe Sire. Meinung von euch, my Lord. Die Kuh hat auch eine hohe Meinung von mir, wie es aussieht. Oder wie es sich anhört. So, nochmal Eisen mehr. Dann könnten wir eigentlich eine Waffenrüstung schmieden. Die Frage ist, in der Nähe der Burg oder in der Nähe vom Vorratslager? Nähe vom Vorratslager wäre effektiver. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht. Ach, nö, wir haben Apotheker, ne? Die Pferde sind gesattelt, bitte. Und weiter. Günther hat wieder einen fahren lassen. Von euch, my Lord. Das Vierbierausschank. Na, immerhin hat es das abgefangen jetzt. Nimmt das Vierbierausschank. Wir könnten jetzt Steuern machen, wir könnten aber auch eine Ration halbes. Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Eisen Nummer 4. Ich meine, da ist das Vorratslager. Der Weg ist nicht sehr weit, ne? Das geht. Jetzt dieses Dreck kriege ich gar nicht rein, aber es passt erstmal. Dann würde ich mich fast mal um den Steinbruch kümmern. Haha, sehr gut. Ist das instant besetzt worden? Ah, wahrscheinlich, weil es unzugänglich ist. Cool. Du gehst mal weg. Eine Botschaft der Ratte. Komm schon. Ich habe meine Befehle bereits erteilt. Niemand von eurem armseligen Haufen wird entkommen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Trotz halber Ration. Oh ne, die habe ich noch gar nicht auf Farbe gestellt. Jetzt. Marktplatz, du warst hier. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Gut, gut, gut. Ihr könnt auf uns zählen. Das wird schwierig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir so gut es geht auf unser Hab und Gut aufpassen. Diese wunderschöne Ruine bringt mir nichts. Ich hoffe, ich kriege wenigstens einen Stein davon. Nicht wirklich, oder? Vielleicht kriege ich ja irgendwann Vogel frei oder so. Wie könnte ich Bögen bekommen? Ist nicht so, dass ich übersehen hätte, dass irgendwo heimlich ein Bogner versteckt ist. Es liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Hauptsache, die Ratte droht mir die ganze Zeit und kommt gar nicht. Ansonsten ist ja alles gut. Wölfe greifen an, my Lord. Oh, hi. Sire. Oh, cool. Bin zur Stelle. Visiere an. Wohin gehen wir? Waffen geschultert. Sie sind Geschichte. Allzeit bereit. Was habt ihr vor? Das ist ein bisschen Verschwendung. Sehr wohl, mein Herr. Das wird etwas. Meine Ritter gegenzusetzen, aber so passt es erstmal. Los, Holzfäller. Sehr gute Arbeit. Nennt euren Wunsch. Bereit, eure Lordschaft. Bam, bam, bam. Das Volk liebt euch, my Lord. Okay. Liebter passt erstmal soweit. Nahrung kriegen wir auch soweit geregelt auf diese Art und Weise. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht.
eure Lordschaft. Es sei denn natürlich, da kommt die Pest mal wieder vorbei. Hallo, Onkel Pest. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. So, schauen, dass wir ein bisschen Vorräte wieder haben. Bier haben wir jetzt noch ein bisschen auf Hinterhand. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Das ist wirklich die Frage. Negativer Angstfaktor? Positiver könnten wir Steuern erheben. Mit dem Negativen könnten wir vielleicht mit unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Den Nahrungsmonstration wieder hoch könnten dafür aber sonst nicht zum Ausgleich machen, würden aber ein bisschen mehr rausbekommen. Schwierig. Ich mach trotzdem mal die Burg zu. Zu ist viel schöner als auf. Wie ist die Burg noch? Die Eisenfeste. Mission nochmal. Die Meisenfeste, ja genau. Steht zu immer Feste drauf. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ich meine, mit Religion könnte ich noch ein bisschen Beliebtheit drücken. Aber ich kann nichts anderes als eine Kirche bauen. Das wird teuer. Das wird teuer, Freundchen. Nicht da drüben dann noch eine weitere. Ich meine, mit Ballisten könnte ich ja zumindest ein bisschen gegenwirken, dass ich keine Fernkämpfe habe. Auch wenn es ein teures Gegenwirken ist, das will ich gar nicht erst bestreiten. Ach, damit kann man runter. Da kann man rüberlaufen, runterlaufen, drüberlaufen. So, nochmal ein bisschen Geld vom Eisen. Steht zu Diensten. Euer Gnade. Schon mal einen, den zweiten. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratten, ja, die auf uns zumarschiert. Ja, hi. Konstruieren Belagerungsgeräte. Da ich sowieso nur eine kleine Handvoll an Armbrustschützen habe, will ich wenigstens die mit Schilden schützen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Schild bereit, eure Lord zum Befehl. Steht zu welchen Weg, Sire? Die Klingen sind geschärft. Doppeltschwerter. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, leg mich doch. Ja, bitte. Die Pferde sind gesattelt. Weg, Sire? Ich lasse das Gefühl nicht los, dass wir nicht genug Truppenwürfel haben. Könnte auch meine Einbildung sein. Holy moly. Schild bereit, eure Lordschaft. Olius Molius. Ihr könnt auf uns. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Wohin gehen wir? Das wird etwas schwierig. Wir rücken aus. Allzeit bereit. Eure Lordschaft. Wir sind meine Ehrlos. Wir halten an, Brüder. Und los. Womit kann man ein mit Vergnügen? Das wird seid etwas gegrüßt. Schwierig. Ich sehe die wieder mit Ihnen. Was habt ihr vor? Nennt euren Wunsch. Der Feind befindet man durch den hi. Oh nein. Oh mal der Pekiniere. Das ist wieder der verloren gegangenen Saga, ey. Oh nein. Kommt weg, 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 weg. Ich brauche euch hier. Achtung, vorwärts. Wir folgen diesem Weg wehrlos. Sie sind meine Klinge. Schießen Sie los. Ladet nach. Ihr könnt auf uns zählen. So, liebe Ritter. Steigt auf, Brüder!
Gegenwehr ist zwecklos. Sie haben keine Chance. Für die Ehre. Auf die Rösser. Auf sie. Gegenwehr ist zwecklos. Sie haben keine Chance. Für die Ehre. Dieses Gerät braucht Befehl. Auf sie. Sie haben keine Chance. Für die Ehre. Auf sie. Gegenwehr ist zwecklos. Sie haben keine Chance. Irgendwie überlebt. In den Sattel. Na gut, noch ist nicht aller Tage Abend, aber es sieht gut aus. Auf sie. Gegenwehr ist zwecklos. Keine Chance. Für die Ehre. Ja, sag mal. Siegen, sie haben keine Chance. Steigt auf, Brüder. Auf die Rösser. In den Sattel. Auf sie. Gegenwehr ist zwecklos. Sie haben keine Chance. Nur weil sie in Wellen kommen und die Baumeister nichts machen. Sire, stehen zu dir. Waffen geschultert. Im Laufschritt. Alter, war da Party, ey. Bereit, eure Lordschaft. Bogenschützen bereit. Zur Stelle. Der Feind hat die Mauern angerannt. Brauchen wir mehr Baumeister. Einer für alle. Nein, nicht mein Trifocki. Der Feind ist gezwungen. Vorwärts, Männer. Boah. Boah. Ja, natürlich. Und speichern. Die Pest hat unsere Burg eingesetzt. Ja klar, das ist in Ordnung. Die Vorräte sind zu knapp, Sire. Oh, shit. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ihr habt nicht genügend Gold. Wenigstens stehen die Eisenminen. Wenigstens stehen die Leute verlassen die Burg. Ja, natürlich, klar. Das ist in Ordnung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Tja, leider braucht man für Schenken hier ein bisschen Gold. Na gut, das kriege ich jetzt wieder rein. Bitte hier wieder. Leider ging die ganzen Reserven mit drauf. Was? Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein. Wir verlieren unsere Lebensmittelvorräte. Warum kommt die Pest jetzt? Welcher Sadist hat das eingestellt? Wir benötigen Gold. Das letzte Mal drauf geschaut, aber glaube ich der Kartensteller nicht Kevin Schäfel. Geld zurück. Das war meine Schmieden haben mir auch richtig viel gebracht, muss ich sagen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ja, wie sollen die auch reinkommen? Woher? Also ich kann nicht nur gute Dinge bauen. Abreißen kann ich das hier nicht. Es kommen Leute zur Burg. Dankeschön. Das Volk hat eine hohe Meinung. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Steht eigentlich mein Steinbruch noch? Ja, der steht lustigerweise noch. Gut. Können wir wieder ein bisschen zurückknospern. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Wäre auch langweilig, wenn ich mal meine Ruhe hätte. Euer fucking Ernst. Ich hab nichts. Ich hab nichts, womit ich da. Soll ich meine paar Schwertis gegen schicken oder was?
Ja, dann geht eben wieder. Ist okay, natürlich, klar. Wir haben nicht genügend Gold. Wenigstens steht der Marktplatz noch. Holen wir uns die Schenke eben wieder. Auch wenn es mir nicht sehr viel bringt. Denn ich habe jetzt natürlich auch die letzten paar Fässer Bier reingeschippt. Ich kann hier nichts tun. Was soll ich tun, um das zu schützen? Was ich tun könnte. Ich müsste alles nochmal abreißen und neu platzieren, wenn dann das Vorratslager einmal leer machen, irgendwie. Und irgendwie so platzieren, dass es wenigstens halbwegs sicher ist. Weil das Konzept von der Burg funktioniert hier, was die Spielmechaniken angeht, in Stronghold, einen feuchten Dreck funktioniert. Das ist einfach im Sinne von, es ist nicht so, dass du dich mit allem zurückziehen kannst in der Burg und nachdem die Invasion vorbei ist, kannst du wieder raus und alles bevölkern. Mit was dann eigentlich? Weil wir kämpfen ja quasi in Stronghold immer gegen Feinde, die immer alles verbrannte Erde mit sich niederreißen, was Umland angeht. Viel zu wenig Geld. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Dann werde ich mal Nahrung, vielleicht, ich weiß nicht, kann ich die auf normal lassen? Wir verlieren ein bisschen Gold. Warum habe ich Spenden eingestellt? Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Oh Gott, kein Wunder. Sire, Holzfäller berichten, dass der kürzlichen Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. So, Türme können wir noch machen, ne? Alles klar. Ist da was? Wir benötigen Gold. Hauen wir einfach mal raus. Achtung! Den Shit. Und los! Ich meine, ich kann ja nicht mal Lanzenträger machen. Ich krieg ja wirklich nichts gebaut. Und wenn ich mal dazu komme, irgendwie mal was zu leisten, ist schon wieder Zeit für den nächsten Angriff, dann wird es mir wieder zerstört. Das ist so undankbar. Natürlich jetzt nochmal Bäume erwischt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, jetzt haben wir das Problem. Haben wir jetzt langsam. Ah, Mist, ich brauche das Hopfen noch fürs Bier. Shit. Ansonsten darf ich auch nichts handeln. Immer noch viel zu weit vom Hopfen entfernt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Komm, mal ganz kurz ein bisschen Geld holen. Sonst wäre ich echt nicht glücklich. Jetzt müsste ich eigentlich leisten können, oder? Schauen wir nochmal. Ja, immerhin. Das Volk liebt so lange, bis wieder die Schenke zerstört wird von irgendjemandem, der mal kurz vorbeikommt und denkt, dann wieder draufspucken zu können. Weil man das eben so mal. Jetzt hat er halt auch den Stall erwischt. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ja, was eure müssen tun? Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu tun. Außer dich. Ich meine, wir können nicht mobil sein. Wir können uns bloß in unseren Bergfried zurückziehen und schauen, dass wir da irgendwie defensiven Schwertkämpferblock bilden, der dann alles schnetzelt, wenn es näher kommt. Aber wie viele Schwertkämpfer kann ich bitte ausbilden, bis es hart auf hart kommt? Genauso viele. Banditen treiben. Jetzt komm schon. Ihr Unwesen, euer Lordschaft. Waffen geschultert! Unerreichbar, Sire! Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Ich bleib dabei, unsere das ist nicht ernst. Wachsen stetig, Sire. Ich meine, die Wunde machen ein bisschen Arbeit. Hier ist ein bisschen. Wir sind bereit, eure ja, unsere Schwertkämpfer bringen uns wirklich viel. Ritter kann ich ja gar nicht mehr bauen, weil ich vorher schon. Euer
In Zukunft reiße ich die Gebäude einfach ab, wenn ein Angriff kommt. Das bringt doch überhaupt nichts. Ich meine, mit einer Mauer zuzubauen, könnte man... Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu. Na toll, die werden sich eh zurückziehen. Das sind jetzt unnötige Verluste. Einer für alle. Was soll ich bei der Mission machen? Ich stehe gerade die ganze Zeit auf einer Stelle. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Die Apotheker hat es natürlich auch wieder erwischt. Und so, da derjenige irgendwie einen Pestfetisch hat, der die Karte erstellt hat, kannst du ja auch irgendwie nicht ohne Apotheke weitermachen. Oh Gott, nein. Ja, toll. Jetzt was. Das Volk verabscheut euch. Unsere Goldvorräte schön wachsen stetig, Sire. Schön, dass alles so gut funktioniert. Gefahr, my Lord. Ein riesiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Na komm, lass uns eben durch. Ich spiele die Mission auf normal. Ich habe keinen Bock auf dieses Psychospielchen hier. Dann machen wir es nochmal in einer weiteren Folge und machen die Mission dann einfach ganz normal. Die Truppen der Ratte greifen heftige Trallen, Error-Missionen, die irgendwelche ganz besonderen Tricks brauchen. Wie ich gehört habe, derjenige, der die Map getestet hat, hat es nur geschafft, indem er Mann gespammt hat, alles zum Erbrechen und Jäger gespammt hat. Werden wir es auch gleich lassen, da spiele ich lieber normal und gut ist. Das würde ich nicht gebalanced nennen. Das stimmt, wir haben ja noch gar keine. Ja, gut, meine Baumastücke, da wird mir auch kaputt gemacht. Ja. Ja, okay, die Mangel könnte jetzt sogar ein bisschen was bewirken. Zumindest ein kleines bisschen was. Beeilt euch wenigstens, kommt. Da, ich habe euch aufgemacht. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Der Feind befindet sich in der Burg. Man rückt dem Lord zu Leibe. Eine Botschaft der Ratte. Gut, okay. Armee. Ihr seid dann machen wir die Mission einfach nochmal beim nächsten Mal. Ihr seid besiegt. Alles klar, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns. Wo war's? Die Eisenweste, alles klar. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.